Die aktuelle Situation rund um den Coronavirus zeigt nicht nur Ihnen persönlich, sondern auch Unternehmen auf, wie wichtig Kompetenzen im Bereich Gesundheitsinformation und Gesundheitskommunikation sind. Und wie wichtig es ist, dies auch in der Kultur eines Unternehmens zu verwirklichen. Aus diesem Grund wird sie aufbauend auf den bereits gelernten Inhalten in dieser Woche einerseits unser Kommunikationsexperte Frank Michael Amort und andererseits unsere Expertin rund um das Thema Projektmanagement Katrin Hofer-Fischanger begleiten. Die dritte Woche trägt somit den Titel Kommunizieren und Anwenden. Da Sie bereits gelernt haben, gute Gesundheitsinformationen zu erkennen, gilt es nun zu verstehen, wie man diese Informationen unter Mitarbeiterinnen bzw. unter Kolleginnen im Betrieb verbreiten kann. Im Zuge dessen werden Sie lernen, was unter gesundheitskompetenter Kommunikation zu verstehen ist und anhand verschiedener Methoden dies auch in Anwendung bringen. Unser Experte Frank Michael Amort wird Ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er ist Professor an unserer Fachhochschule und arbeitet nun schon seit 2012 an unserem Institut. Seine Expertise liegt unter anderem in der Evidenzbasierung und partizipativen Praxis der Public Health und Gesundheitsförderung, sowie auch im Bereich Gesundheitskompetenz, Gesundheitskommunikation, Primärversorgungsmanagement sowie auch Selbsthilfemanagement. Damit Ihre erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen der Online-Schulung auch einen nachhaltigen Effekt in Ihrem Betrieb erzielen, werden wir mit Ihnen außerdem die Grundlagen des Projektmanagements eintauchen und verstehen. Zusätzlich werden wir mit Ihnen gemeinsam eine gesundheitskompetente Projektidee für Ihren Betrieb entwickeln. Als Expertin wird Ihnen hier Katrin Hofer-Fischanger zur Seite stehen. Sie arbeitet seit 2013 an der Fachhochschule Joanneum als Dozentin und Projektmanagerin. Sie ist Organisationsentwicklerin, Trainerin der Erwachsenenbildung und Gesundheitszirkel-Moderatorin. Außerdem leitet sie angewandte Forschungs- und Evaluationsprojekte zur lebensweltorientierten Gesundheits- und Bewegungsförderung im ländlichen Raum, zum betrieblichen Gesundheitsmanagement sowie auch im Bereich Gesundheitskompetenz. Sie ist außerdem unsere Projektleiterin in diesem Projekt. Nach der dritten Woche kennen Sie Strategien und Wege, um Ihren Mitarbeiterinnen und Kolleginnen Zugang zu gesundheitskompetenter Information zu verschaffen. Sie wissen Möglichkeiten, wie Sie Gesundheitsinformationen an Mitarbeiterinnen und Kollegen vermitteln. Können Sie Methoden für gesundheitskompetente Kommunikation anwenden? Sind Sie in der Lage, Ihre Ideen und Initiativen anhand von einfachen Tools zu strukturieren und zu planen? Ja, alle guten Dinge sind drei, deshalb wünsche ich Ihnen auch in der dritten Woche interessante Inputs und erfolgreiches Lernen.